heute pflanzen wir mal zusammen ein paar tropische Fruchtbäume in Thailand an. Und genau heute habe ich wieder mal etwas eingekauft und das möchte ich euch zeigen, was es jetzt Neues gibt. Und ja, er schreibt schon, Robram 6 Gartencenter ist gefährlich. Hahaha, stimmt, das ist die Hölle. Es ist die Hölle. Einmal rein, du kommst nie mehr raus und du kaufst immer mehr und mehr und mehr. Und ich habe natürlich auch noch was gekauft, was ihr schon lange oder einige von euch, nicht alle, aber viele haben gesagt, du, diese Frucht, die brauchst du unbedingt. Das gehört einfach auch dazu, zu einem tropischen Garten, und ich habe sie jetzt heute endlich gefunden. Also ich habe sie schon öfters gesehen in Thailand, bei irgendjemandem im Garten, aber ich konnte sie noch nirgends kaufen, also den Baum dazu. Okay, ja, ich denke, wir gehen mal schnell schauen, was ich heute eingekauft habe und vor allem, wie viel ich dafür bezahlt habe. Also hier haben wir Kokosnuss, ist ja nichts Spezielles. Aber da hat es jetzt ein paar größere gehabt. Für die habe ich auch 1,50 Euro bezahlt. Je. Kokosnuss, Kokosnuss, Kokosnuss. Da müsst ihr mir nachher noch helfen, wo wir die genau pflanzen werden. Ich habe da noch nicht wirklich einen Plan. Dann hier. Hier haben wir das, was ihr immer gesagt habt. Mario, das brauchst du. Das muss noch in den Garten. Wer weiß, was es ist. Dann hier habe ich noch Pomelo. Das ist Pomelo oder ich weiß nicht, ob die wirklich Pomelos heißen. Die sind riesig, also sind Zitrusfrüchte, recht groß, also wirklich groß, aber rot. Also schauen aus wie Pomelos, aber sind rot, nicht also rote Pomelos, aber keine Ahnung, wie man die sonst nennt. Da habe ich noch einen und dann habe ich hier wieder alles Mangobäume. Das ist alles Mango hier. Ja, die sind nicht gerade klein hier, also man kann hier sehen, die sind etwa 1,5 Meter hoch da, alle drei Mangobäume, drei verschiedene Sorten Mangos. Die eine gelb-süß für Mango und Sticky Reis, die andere grünlich für also saure Mangos und dann noch eine gemischte, also so eher süß-sauer. Also Mango, die mögen ja Sonne, also ich denke, wir schauen uns das Ganze mal an hier. Also hier in diesem Bereich, da ist schon ziemlich alles zugepflanzt. Und da möchte ich mir eher noch ein bisschen Land frei halten für Durians. Weil Durians werde ich mir auf jeden Fall, sobald es wieder größere im Angebot gibt, werde ich mir noch einige ziehen. Dann, wir schauen mal da drüben noch. Da hätte es noch ein bisschen Platz hier. Also da haben wir auch, da hinten ist auch alles voll. Ah, ich habe euch gar noch nicht alles gezeigt. Ich habe auch noch drei Papayas gekauft, genau. Die sind noch um die Ecke, die habe ich noch gar nicht gezeigt. Ja, okay, also hier zum Beispiel, hier kann ich die Mangobäume nicht pflanzen, weil wenn es hier heftig regnet, wird sich hier das Wasser stauen. Deshalb sind hier eher die Palmen. Also ich muss irgendwo einen Platz finden, wo es keine Staunässe gibt. Da bei den Durians wird es keine Staunässe geben. Da übrigens zu den Durians noch, da habe ich vorgestern Büffelkacke ausgestreut. Büffelkacke von einem Bauern. Habe ich einen Sack bekommen, der hat Rinder oder Büffel und die fressen den ganzen Tag Gras und die Scheiße lässt er dann trocknen. Und ja, füllt sie dann in Säcke ab und der hat richtig gute Büffelscheiße. Normalerweise sterben mir die Durians mit Büffelscheiße, aber ich habe festgestellt, dass meistens die Büffelscheiße, die ich kaufe, die kommt von den Chamot. Nee. Die kommt von Farmen, also die Farmen, die ihren Tieren Antibiotika geben und weiß ich was alles etc. Und ja, und dann die Scheiße ist natürlich dann auch nicht wirklich gut. Und die Bauern, das finde ich ja das Geilste, die Leute, die du in der Umgebung hast, die Büffel haben, gehst du mal hin, fragst du, ob du Büffelscheiße haben kannst, die schauen dich dann ein bisschen komisch an, vor allem wenn ein Ausländer zu einem Thai-Bauer geht und fragt, ob er Büffelscheiße haben kann.
Und die geben es dir dann immer kostenlos, oder? Aber ich gebe denen natürlich Geld und dann haben sie mega Freude und dann liefern sie mir die Büffelscheiße nach Hause. Also es ist nicht nur Büffelscheiße, es ist auch Kuhscheiße. Aber ihr könnt sehen, da das Durienbäumchen hier, Durien extrem heikel, kann man sehen, da kommen jetzt, vor 3 Tagen habe ich da Büffelscheiße hingetan und da sieht man schon überall kommen. Beginnt sie zu ziehen, oder ist das Blatt im Weg da, Babys, könnt ihr das sehen da, das kommt alles, also wirklich mega geil, hat mega Freude. Und da habe ich natürlich auch noch Platz da. Schaut euch mal das an, das ganze, die ganzen Pflanzen im Teich, überall kommen jetzt die Blumen raus, auch geil. So, Spaten brauche ich natürlich. Also ihr könnt auch sehen, die Erde sautrocken, wie Stein, wirklich wie Stein. Das liegt halt einfach daran, dass hier den ganzen Tag die Sonne runterbrutzelt. Und da, ich meine, da ist ja Wasser. Trotzdem, in der unteren Erdschicht ist es nicht schlecht. Da ist sicher etwas feucht, aber hier die obere Schicht, die ist immer furztrocken. Okay, ich versuche mal schnell ein Loch auszuheben. Ich hoffe, es geht. Irgendwo da, da wäre nicht schlecht. So, ja, dazwischen drin. So, ich glaube, das reicht. Und so, jetzt sehe ich gerade noch was, was ich euch zeigen möchte. Das ist was sehr, sehr Interessantes. Das wusste ich nicht, dass es das gibt. Ungeziefer. Ungeziefer, Ungeziefer. Also wir haben hier ja einen Bananenbaum. Jetzt mal schauen, ob ich da oben hinkomme. Jetzt hat es hier oben, mal schauen, ob man es sehen kann. Hier hat es ein Röllchen. So ein Röllchen, wie wenn einer einen Joint dreht. Okay, also ich habe jetzt das abgerupft. Seht ihr das Röllchen da? Und das wusste ich auch nicht, dass es das gibt hier. So ein Röllchen. Wer dreht mit meinem Bananenbäumchen oder in meinem Bananenbäumchen so ein Röllchen? Okay, es ist da dieses Mal ein anderes Tier. Aber trotzdem, was ich nicht brauche. Normalerweise habe ich irgendwie so fingerfette Raupen, Insekten, die mir die ganzen Bananenbäume wegfressen innerhalb von 24 Stunden, also die Blätter, nicht den ganzen Baum. Und genau da drin ist auch so ein ekliger, kleiner, fetter Wurm oder eine Raupe wahrscheinlich, die jetzt gerade sich am, ja, das genau, das ist sie, dieses kleine Stück da. Wird jetzt in den nächsten Tagen, ja, da schaut, dass man sieht es hier schön. Die ist jetzt noch ziemlich klein hier, sieht man sie da, das weiße Teil da. Schwenken ein bisschen, ja, man sieht sie nicht so gut da. Die ist jetzt noch ziemlich klein, die wird in ein paar Tagen, ist die fingerdick. Und wenn die fingerdick ist, dann macht sie genau das, was ich euch jetzt zeige. Da drüben. Ja, das weiß keiner, Mann. Wenn ich da Details frage, habt ihr auch so Probleme mit Raupen etc.? Sagen sie nein. Gut, die verwenden wahrscheinlich Insektizide. Aber das ist jetzt das beste Beispiel hier. Seht ihr dieses Blatt hier da? Also, man kann sie nicht mehr wirklich Blatt nennen. 24 Stunden. Hier sieht man überall die Röllchen, oder? Da. Die sind da jetzt aber keine mehr drin, die sind schon alle weg, die habe ich schon alle entsorgt hier. Aber 24 Stunden das ganze Blatt weggefressen. Und das ist halt ein Problem, gell? Bei uns ist ja alles Bio. Und ja,
da, jetzt sehe ich gerade wieder was, jeden Tag wieder was Neues. Auch hier, schaut euch mal das Holz an. Alter Schwede. Also, so sollte es aussehen. Also so, das ist Holz da. Und so schaut es hier unten aus. Wisst ihr, was das ist?